Ja, das Wichtigste ist halt, dass man Spaß in seinem Beruf hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gemerkt habe, das ist nichts für mich und habe mich umentschieden, egal auf, es kam jetzt nicht aufs Alter drauf an, ob ich jetzt schon eine Ausbildung gemacht habe oder nicht. Das Wichtigste ist, dass man Spaß dabei hat, dass man sich eine Zukunft in dem Beruf vorstellen kann und deswegen kann ich nur jedem raten, egal wie alt man ist, egal wie es einem, um einen steht, ob man jetzt gut Geld verdient und der Beruf macht einem keinen Spaß, man sollte immer darauf achten, dass man wirklich zufrieden ist mit dem, was man tut. Mein Name ist Dorothee Häuser, ich bin 25 Jahre alt und bin gerade in der Lehre zur Bankkauffrau im zweiten Lehrjahr. Bei den Beratern zu sein, zu sehen, wie sie ihren Tagesablauf meistern, zu sehen, wenn ein Kunde reinkommt und einen Wunsch hat, zum Beispiel sich eine Immobilie zu finanzieren, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, das zu tun, auf welche Arten und Weisen, welche Sicherheiten hinterlegt werden. Genau dieses ganze Spektrum an der Kreditvergabe, an der Darlehensvergabe, das ist so das Coolste und das, was ich mir auch am liebsten beibringen lasse. Die größte Herausforderung ist bei mir zum Beispiel, dass ich sehr nervös bin, wenn es um Kundengespräche geht. Wenn mein Berater zum Beispiel sagt, okay, du kannst jetzt mal einen Teil von dem Gespräch übernehmen, bin ich sehr aufgeregt, ich verhedder mich in meinen Worten und ja, das ist so die größte Herausforderung für mich. Man kann ihm aber ganz gut entgegenwirken, indem man halt Routine reinbekommt und immer wieder dem offen ist. Die APO-Bank ist die Standesbank für die Heilberufler, sprich für die Studenten der Heilberufsmedizin, Pharmazie und Tiermedizin, dann auch für die Angestellten im Heilberufssektor, für die angestellten Ärzte, auch natürlich für die Selbstständigen und ja natürlich auch für den ihren Familienkreis. Mein erstes Lehrjahr hat damit angefangen, dass ich im Filialservice tätig war. Ich kam runter an die Kasse, wie man sagt, habe dort die Ein- und Auszahlungen kennengelernt, habe den die Mitarbeiterin dort zugeschaut, wie sie dort ihren Tagesablauf meistern. Mir wurden auch kleinere Aufgaben dort zugetragen, wie zum Beispiel Daueraufträge ausführen oder ändern, Vollmachten, ja, löschen, neu eröffnen und so weiter und so fort. Dann bin ich weiter zu den Angestelltenberatern. Die waren direkt eine Etage oben drüber. Habe dort kennengelernt, wie man Kredite vergibt, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, Kredite zu vergeben. Natürlich auch die Geldanlage war dort ein Thema. Das war eigentlich so der erste Teil, also das erste Lehrjahr von mir. Dann bin ich ins zweite Lehrjahr im August gekommen und war dann immer noch bei den Angestelltenberatern. War ein größerer Bereich, den man dort kennenlernen konnte. Und im Anschluss bin ich gut 4 Wochen dann zu den Vermögensanlagespezialisten gekommen. Die haben mir dann mal gezeigt, wie man Geld richtig gut anlegt und wie man mit Wertpapieren umgeht. Neben der Ausbildung selbst in der Filiale findet natürlich auch Berufsschulunterricht statt. Der findet in Münster statt. Die Berufsschule ist blockweise, ja, so meistens 2 bis 5 Wochen. Es kommt immer drauf an, wie es halt in der Schule zeitlich passt. Man schläft dort. Es ist so wie eine Art Internat. Es ist ein Kolleg, wo man Essen bekommt, Trinken bekommt, verpflegt wird. Und alle Azubis von ganz Deutschland, von der APO-Bank, werden dort sein und man bildet sozusagen 2 Klassen, reine APO-Bank-Klassen. So ist man unter sich und man lernt genau das, was man braucht. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Mannheim, das heißt Obrigheim ist ca. 50 Kilometer davon entfernt. Habe dann in Grünstadt die Realschule besucht, erstes Gymnasium, aber das habe ich leider nicht so gut absolviert. Bin dann zur Berufsschule nach Bad Dürkheim gewechselt, habe dort mein Fachabi gemacht im Bereich Tourismusmanagement, da ich ja eher Veranstaltungskauffrau lernen wollte dann zu dem Zeitpunkt. Fachabi dann gemacht, dann habe ich die Lehre hinten dran gehängt, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das Thema Veranstaltungen organisieren und so weiter nichts für mich ist. Dann habe ich von einer Freundin oder von einer meiner besten Freundinnen erfahren, dass bei der APO-Bank eine Ausbildungsstelle frei ist. Meine Freundin hat zu der gleichen Zeit, als ich die Veranstaltungskauffrau-Lehre gemacht habe, die Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, hier bei der APO-Bank. Und hat mir die empfohlen sozusagen, dann habe ich mich beworben und ja, wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen, habe dann die Stelle auch bekommen. Mir war es wichtig, dass mein neues Berufsbild Zukunftsperspektiven hat. Ich wollte halt keinen Beruf lernen, wo ich dann wieder denke, okay, da ist nichts für mich. Und ich weiß ja, dass der Gesundheitsmarkt ein Wachstumsmarkt ist und somit ist der Wachstumsmarkt auch für die APO-Bank, also für die Standesbank der Heilberufe auch vorhanden und das hat mich halt überzeugt.
Man sollte natürlich offen sein als Eigenschaft, sollte man Offenheit besitzen. Man lernt viele neue Bereiche kennen und denen sollte man offen begegnen. Natürlich sollte man auch flexibel sein. Die Berufsschule findet in Münster statt, da sollte man hinpendeln können. Ebenso zu den Seminaren, die einem mitgegeben werden. Da muss man halt ein bisschen flexibel sein, auch von der Zeitplanung her. Genau, und ansonsten kommunikativ. Man hat viel Kontakt mit Kunden, sei es jetzt im Kundengespräch selbst, am Telefon oder in der Filiale unten am Schalter oder auch wirklich in den Gesprächen.